Herr Landeshauptmann, es werden oberösterreichische Künstler auch ausgezeichnet, zum Beispiel John D.C., ein begnadeter Country-Sänger, oder Robinson im Gespann mit Waterloo, natürlich ein Begriff. 1955 hat seine Karriere begonnen. Er wird ausgezeichnet für sein Lebenswerk. Ja, diese Künstler beglückwünsche ich ganz herzlich. Mit Waterloo und Robinson bin ich Anfang der 70er Jahre durch die Lande gezogen, bei Jugendveranstaltungen. Ich kenne ihre Erfolgshit. Ich bin in ihrer räumlichen Nähe im Traun aufgewachsen. Ich habe alle ihre Entwicklungsschritte, das Zusammen und das Auseinander und das wieder zusammen, miterlebt. Ich bin mit beiden in einem guten freundschaftlichen Verhältnis und freue mich daher über Ihre Auszeichnung. Der Pepperl, wie man den Robinson nennt, ist ein ganz, ganz unkomplizierter Mensch. Keine Skandale, ein geregeltes Familienleben seit Jahren schon. Ist das auch eine Auszeichnung, 40 Jahre verheiratet, eine Auszeichnung für ihn auch als Menschen? Natürlich, das ist zum Ersten ein Glück für ihn. Das ist natürlich auch so etwas, was auszeichnungswürdig ist, denn das heißt Identität, Treue, Verbundenheit, und das ist in allen Lebenssituationen im persönlichen Bereich natürlich etwas ganz Besonderes. Ladies and Gentlemen, we present My Little World.
ich noch nie so gut im Russen gesehen.